Pensionistenobmann Walter Forstner sowie Beatrice und Martin Greul konnten zahlreiche Pensionisten begrüßen. Martin Greul gab dann einen umfassenden Einblick in seinen Betrieb und strich die einzigartige Tierhaltung hervor. Glückliche Tiere, besonders glückliche Schweine, sind ihm besonders wichtig. Der gemischte Satz spielt euch die Ellwangenpolka. Martin, was ist das Besondere an dieser Schweinehaltung? Unsere Schweinehaltung, das ist hundertprozentige Freilandhaltung. Die gibt es in dieser Form in Mitteleuropa nur eine Handvoll Mal. Das kommt eigentlich aus dem angloamerikanischen Raum, aus England, aus USA. Und da werden wirklich die Schweine ein ganzes Jahr in hundertprozentiger Freilandhaltung auf natürlich gewachsenem Boden gehalten. Der Unterschied, wenn man jetzt bei uns wo Freilandhaltung liest, ist das meist ein Stahlgebäude mit einem angeschlossenen Auslauf, der wiederum meist befestigt ist. Und wir haben dort wirklich 100% gewachsenen Boden mitten im Feld und wir versetzen die ganze Weideeinrichtung in regelmäßigen Abständen, also alle 4 Monate in etwa, sodass die Schweine dann wieder einen naturbelassenen Boden haben, der frei ist von Parasiten. Was hältst du von dieser Art von der Schweinehaltung? War schon längst überfällig, dass sich wer traut, dass er sowas macht. Und ich kann es nur beglückwünschen zu dem Mut, dass man das endlich angeht. Ich habe wohl gesagt, eigentlich ist es ja verrückt, Tier wie ein Schwein einsperren, die sind dafür geboren, dass draußen umeinander toben können. Und da schmeckt es ihnen ja auch weit besser. Das ist super, was da gemacht wird. Aber ich bin nicht so für Schweinefleisch. Diese Begeisterung mit der Junge Bauer, sag ich jetzt einmal, darüber spricht, das ist ein Wahnsinn. Also so überzeugend und ich glaube, ich werde in Zukunft mehr anders orientieren, obwohl ich das eh schon mache, aber mehr zu Hause einkaufen. Ich bin jetzt gerade da bei dem Freigehege gewesen und habe mir angeschaut, wie sie die Schweindeln da im Dreck suhlen, wie sie im Schweinsgalopp durch die Gegend marschieren und wirklich Murzerfreude am Leben haben. Also ich kann dem Martin nur gratulieren. Ich glaube, er hat da eine wunderbare Sache ins Leben gerufen und ich kann auch nur die Ansfeldnerinnen und Ansfeldner bitten, kauft es da ein, weil die Schweindeln geht es wirklich gut. Was hat euch bewogen, das Angebot bäuerlicher Schmankerl zu vergrößern? Also aus unserer Sicht ist es einfach notwendig, dass man wieder Wertschöpfung auf die Höfe bringt. Wenn wir nur Urprodukte, also Getreide oder auch Ferkel sind leider Urprodukte, die austauschbar sind auf den Weltmärkten, wenn wir nur sowas produzieren, wird es über kurz oder lang sehr schwierig in Österreich mit den doch sehr klein strukturierten Höfen, dass wir konkurrenzfähig bleiben. Darum ist es uns wichtig, dass wir eine Nische finden oder jetzt, glaube ich, gefunden haben mit unserer speziellen Freilandhaltung und da einfach dann fertige Produkte, speisefertige, küchenfertige Produkte an den Mann und an die Frau bringen und wo sich dahinter auch eine Message verbirgt, sodass der Kunde bewusst zu unseren Produkten greift, weil er sagt, diese Art der Tierhaltung, diese Art der Landwirtschaft möchte ich unterstützen. Was sind so die Highlights eurer Angebote? Die Highlights unserer Angebote sind also grundsätzlich alle unsere Produkte, weil wir hier wirklich eine Haltungsform haben, die es so in dem Vergleich kaum wo gibt. Walter, wie ist diese Besichtigungstour zustande gekommen? Ja, es ist der erste Ausflug der Ortsgruppe Heid des Pensionistenverbandes seit Beginn der Pandemie. Es ist ein kleines Dankeschön für die Mitglieder der Ortsgruppe. Kaufst auch du bei Direktvermarktern ein und warum? Ja, sehr gerne. Mir ist das Tierwohl auch sehr viel wert und ich kann hier mit ruhigem Gewissen mein Schnitzel oder mein Schweinsbraten genießen. Manfred, in Ansfelden gibt es einige Direktvermarkter. Welchen Stellenwert haben diese für dich? Ich finde es einmal toll, dass es sehr viele Landwirte gibt und landwirtschaftliche Betriebe, die solche Produkte anbieten. Ich denke mal, die Corona-Pandemie hat das ein bisschen nur angefeuert.
Das kann ich aber auch nur unterstützen, weil wir kriegen von den Bauern tolle Produkte, vernünftige Preise und wir wissen, dass alles Bio ist. Kaufst du auch bei den Direktvermarktern ein? Wenn ich natürlich in der Nähe bin und man kennt sich ja persönlich, dann schaut man natürlich vorbei und kauft natürlich das eine oder andere. Nicht täglich, aber monatlich auf alle Fälle. Wie funktioniert der Selbstbedienungsladen in der Ritzelhofstraße? Unser Selbstbedienungshofladen, die Speisekammer, hat erweiterte Öffnungszeiten. Das heißt, man kann täglich vorbeikommen, kann sich da seine Gustostücke von bäuerlichen Betrieben abholen. Es sind eben hauptsächlich Betriebe aus der Region, die wir kennen und schätzen, also wo wir die Produkte auch kennen. Und der Einkauf funktioniert ganz einfach. Also man geht mit der Bankomat- oder Kreditkarte zum Eingangstor, scannt die Karte, dann kann man eintreten. Dann kann man innen die Produkte auswählen, die man möchte, also aus der Kühlvitrine, zum Beispiel Milchprodukte, Käse, diverse Wurstprodukte von uns, eben Fleisch und auch von befreundeten Betrieben. Dann kann man die Produkte, die man ausgewählt hat, bei der Kasse scannen. Also die Bezahlung funktioniert mit der Bankomat- oder Kreditkarte kontaktlos und eben ohne Bargeld. Die Corona-Situation ist ja im Moment überschaubar. Wo steht denn noch auf dem Programm? Ich freue mich, dass sie mal sehr viele Leute bereits impfen haben lassen. Ich gehöre mittlerweile auch dazu. Toll finde ich, dass wir wieder Veranstaltungen machen. Ich bin ja selber wieder unterwegs, so in kleinen Gruppen. Ich habe so 30 Veranstaltungen, wo ich dann regelmäßig mit meiner Bierbar zu den Leuten komme und mich austausche. Und mich freut natürlich auch, dass sehr viele Vereinsfunktionäre auch wieder aktiv sind. Wir haben ja sehr viele Vereinsfeiern und kulturelle Veranstaltungen noch vor uns, viele Jubiläen zum Feiern und das freut mich und die Leute brauchen das auch und wir in der Politik auch, dass wir es einfach wieder austauschen können und dann wieder solche gemeinsam ans Feld voranbringen können. Was steht in nächster Zukunft auf dem Programm? Ja, nachdem wir Beatrix und Martin heute hier besuchen, haben wir geplant, im September den Morserhof mit Edith und Georg Jungmeier zu besuchen. Man sieht, es kommt gut an, die Leute haben Freude daran. Und mir ist auch wichtig, dass speziell die Seniorinnen und Senioren auch jene Landwirte kennenlernen, die nachhaltig produzieren.